Was, Steffel? Von Tamiya. Hier ein cooler Kellerfund. Könnte man jetzt sagen, ist es auch. Ist ein Fahrzeug aus dem, ja, nicht erst den ersten Jahren, aber zumindest aus der alten Zeit von Tamiya. Hier coole Felgen, coole Karosserie, alles noch im Originalzustand. Wenig ist hier gemacht, also eigentlich original. Wollte ich euch mal vorstellen, hier. Ja, das ist so ein cooler alter Teil. Hier. Also jetzt noch Probleme, also jetzt so. Alles noch schön original. Und ja, da gibt es Leute, die motzen echt diese alten Autos auf, dass die halt wie neu sind. Also da habt ihr wirklich ganz, ganz neue Fahrzeuge. Man kann da halt vieles tun und das Ganze aus. Ganz coole Sache. So, ich werde jetzt hier mal die Karosserie abmachen, damit er einen Einblick bekommt, ist Baukasten. Original, nur die Fernsteuerung, ne? Das werde ich euch noch zeigen. Wir haben hier einen anderen Regler drin, den TIU-302, einen anderen elektronischen Regler zu früher. Das ist das Einzige. Dann haben wir eine 27 MHz Fernsteuerung verbaut, auch ganz cool. Dann haben wir hier CVA-Dämpfer, haben wir einzubehalten, also das ist auch nicht Baukasten. Fette Reifen, alles bekannt aus dem Devil. Ich zeige euch hier wirklich mal alte Kellerfunde. Ja, vielleicht habt ihr ja auch irgendwas zu zeigen, könnt ihr gerne mir zuschicken. Vorstellen würde ich das gerne, keine Frage, um mal zu zeigen, was es noch für alte Modelle gibt. Ja, und ganz wichtig, passend zum Auto gibt es auch eine passende alte Fernsteuerung von Knauscher. Eine Knüppelfernsteuerung zwar viermal. Ist halt alles oldschool aus dem, ja, aus dem gleichen Jahr wie der Devil. Das Fahrzeug macht auf jeden Fall Laune, wenn man damit fährt. Aber ich muss ja gestehen, alles einfach zu schade. Man motzt das meistens auf und wir Liebhaber sammeln sowas für ihre Vitrine oder eben, ja, für später mal. Ja.